Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Und sind direkt über die russischen Linien geflogen. Und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt.